Also was wir hier an der HFK ja also insgesamt auch machen, ist, wir verstehen Konflikte oder wollen die verstehen und wollen dadurch natürlich auch Wege aufzeigen, wie man diese Konflikte verhindern oder auflösen kann. Und das ist eine ganz wichtige Sache, über die Forschung eben zum Frieden beitragen kann. Um was geht es in deiner Dissertation? Meine Dissertation, da geht es um internationale Normen, vor allen Dingen um den Streit von über internationale Normen zwischen den Staaten. Und die eigentliche Frage ist, wie sich dieser Streit um die Normen auswirkt auf die Entwicklung dieser Normen. Im Speziellen geht es dabei darum, um die Frage, wann sich dieser Streit positiv im Hinblick auf eine Normentwicklung auswirkt. Im Moment hat man ja eher den Eindruck, dass es schwierig ist mit internationalen Verträgen, mit internationaler Zusammenarbeit. Trump ist aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen, die Rüstungskontrolle ist schwierig, der INF-Vertrag bröselt, die EU streitet. Sind das hier nicht sehr schwierige Zeiten für internationale Normen? Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen, dass es im Moment schlechte Zeiten sind. Insgesamt gilt aber, wenn wir uns auch andere Normen anschauen, die jetzt schon länger existieren. Und wenn wir uns die anschauen über einen längeren Zeitraum, dann kann man auf jeden Fall daraus schließen, dass so eine kurze Episode mittelfristig nicht unbedingt das Ende von solchen Normen bedeutet, sondern also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass diese Phase auch wieder also enden wird und dass wir dann da wieder positivere Zeiten sehen werden. Genau, das wollte ich hören. Ne? Also dass man ein bisschen alarmistisch ist, denkt, ah, es bricht alles zusammen, aber du siehst das eher entspannt. Ja, wobei es natürlich nicht heißt, dass wir uns jetzt hier zurücklehnen können und sagen können, das wird schon alles wieder, sondern auch da braucht es dann eben auch Arbeit von Staaten auch, von Nichtregierungsorganisationen, die immer weiterhin diese Themen auf der Tagesordnung halten und da auch verhalten, dass eben die Gefahr birgt, vieles zu zerstören, was wir aufgebaut haben, dass sie sich dann eben dagegen dann auch wehren und dieses Verhalten dann verurteilen. Ist das Promovieren so, wie du dir es vorgestellt hast? Ja, im Großen und Ganzen schon. Was fällt dir schwer? Was fällt mir schwer? Also was mir lange Zeit schwer gefallen ist, ist dieses meine Arbeit vorstellen auf Konferenzen, in Workshops und so weiter. Da bin ich dann auch so ein bisschen reingewachsen, habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Aber es ist immer noch so, dass sozusagen das Präsentieren auf Konferenzen nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Das ist mir aber schon am Anfang sehr schwer gefallen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, weil man ja irgendwie so ein bisschen sich selbst auch ein bisschen, also nicht jetzt, also sozusagen, also ein Teil von sich selbst dort dann präsentiert, weil die Arbeit doch schon sehr so ein Teil von einem selbst ist. Das macht es noch ein bisschen anders, als jetzt über irgendein Thema in der Uni irgendwie zu referieren oder so, das man sich vorher irgendwie angeeignet hat. Das fand ich doch ein bisschen schwierig am Anfang. Und klar, was manchmal auch also schwierig ist oder auch also vielen schwierig fällt, an manchen Tagen so ein bisschen auch die Motivation zu finden, ne? Jetzt sich wieder daran zu setzen, was jetzt schon irgendwie gestern nicht funktioniert hat und so ein bisschen dann auch die Linien zu behalten und nicht so viel aufzuschieben und dann doch lieber zu sagen, naja, ich mache jetzt erstmal das andere, weil das geht das mal irgendwie ein bisschen leichter von der Hand. Was reizt dich daran, Wissenschaftler zu sein, zu werden, zu sein? Mich reizt daran, irgendwie zu so einem ja, Wissenskorpus irgendwie beizutragen, der zumindest mittelbar was Positives immer wirken kann. So, das ist, glaube ich, das, was mich dazu gebracht hat, das auch zu tun. Mich reizt es auch, also auch im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, dass man, also das Wissen, das man hat und das man sich aneignet, nicht nur so oberflächlich bleibt, weil man da doch auch mehr Zeit hat als in anderen Jobs, sich wirklich intensiv mit einer Thematik auseinanderzusetzen und dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Wissen, das ist wirklich irgendwie fundiert so.